Meine Damen und Herren, könnten Sie bitte schnell heim? Danke. Entschuldigung, wieso willst du sie jetzt heimschicken? Nur schnell, dann können sie wieder kommen. Und dann können wir anfangen mit dem Mittelteil als Anfang. Weißt du, wie hat der Freude? Also ich komme nicht raus. Und warum müssen Sie heim? Ja, weil wenn wir jetzt weitermachen, ist der Mittelteil wieder in der Mitte. Und dort war er ja vorher schon gewesen. Der muss an Anfang, darum müssen die heim. Ach so. Dann müssen Sie noch mal neu kommen. Neu, ja, das wäre am besten. Ich weiss, das, meine Damen und Herren, das wär's gewesen. Gute Nacht miteinander, gehen Sie heim. Ja. Gehen Sie heim umziehen. Genau, kommen Sie wieder. Ja, ja, natürlich wieder kommen. Genau, tun Sie sich daheim umziehen, das ist eine super Idee. Dann kommen Sie mit neuen. Und gut, wenn Sie zu weit weg wohnen, Sie können sich vielleicht mit anderen Leuten, die auch zu weit weg wohnen, im Foyer treffen und Kleider duschen. Oh ja, genau. Oder einfach ein bisschen näher, was so hängt. Genau. Und dann kommen Sie da wieder ins Kurtheater, wie wenn Sie noch nie da drin waren. Ja, dann kommen Sie wieder rein mit dem Mann, schauen den an und denken so, boah, wer bist denn du, ey? Genau. Also neu. Und dann fangen wir nochmal an. Nein, nicht nochmal, wir fangen an. Stimmt, wir fangen an. Und zwar mit dem Mittelteil. Als Anfang. Nach der Pause. 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 Sehr verehrte Damen und Herren, recht herzlich willkommen zum heutigen Anfang. Anfang. Ja. Abend. Ja. Mm. Wir fangen gerade mit dem Anfang. Mit dem Anfang am Anfang. Aber, ja. Das haben wir jetzt irgendwie komisch gesagt. Ja, aber es ist auch schwierig. Wir fangen extra neu an. Was ist? Die erste Reihe sieht aus wie vorher. Ich glaube, das sind auch die gleichen. Ja, aber die hätten sich umziehen können. Okay, wir fangen jetzt einfach direkt an. Okay, mit dem Mittelteil. Als Anfang. Toi, toi. Toi, toi, toi. Herrin! Hey! Hey, have a hut! Nein, hut sind nicht ein Nortellier! Was ohne Knies? Was? Les watere Hühne! Ah, les watere Hühne! Ein prätentes Sie! Denne Westner hat Löhre! Entrössene Französer beginnen das! Öken! Haven het Urja Öderhut. Urja Öderhut. Für Klava melde grössne de Göi, alte Trui sind der Geda, Havren es na Flörie, rötter, 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 ja. Ich habe dir gesagt, der Mittelteil funktioniert nicht. Auch als Anfang nicht. Ja, aber er hat es auch schwierig, so am Anfang jetzt. Weißt du, wie hat er Druck? Ich möchte nicht an seiner Stelle sein. Gut, nein, aber okay, vielleicht war das jetzt auch eine Überforderung mit dem Schwedisch. Was, warum? Wir sind zu Baden, die können Schwedisch. Ja. Im Baden. Ja. Im Baden können sie Schwedisch. Genau. Sagt man nicht oft, Baden, das Malmö an der Limmat? Hey. Ah, die können nicht Schwedisch. Wir sind zu Baden, das... Hey, weißt du was? Wir machen das mehr international. Wir machen es auf Englisch. Wie wäre das? Ui, du willst Englisch? Englisch? Hast du das überlegt? Hey, die kriegen wir schon. Aber Englisch... Jetzt pass auf. Englisch ist im Fall etwas anderes. Eben. Toi, toi, toi. Jetzt pass auf. Buckingham. Hello. Hello. Have a hall. No, thanks. I'm far behind. What do you go? What? What eat you go? Oh, I eat a passway word, swing for a daddle. Oh, traffic. Mm-hmm. Lots of cars. And which inch your house? I inch. Un jour in inch. House splashy. Any horses in that one? I go horses, niet in ashes, it's mein Sattering. Finnish Kieferwelch, an Italian pesto, a rutter road, a rutter road, a road, a rutter road, a road, a rutter road, a road. Okay, do you grow it at home? What a bunch of gypsies. How? Fuck. Fuck. Yeah. That's it. Yeah. Hey, ich sag, ist aber schon ein bisschen besser. Ja, hey, wir sind fast drin. Mm. Gut, das kann auch nicht jeder Englisch.
Ja, das ist mir ja schon lange klar. Aber ich finde auch, Englisch schafft die Distanz, die man nicht braucht. Mit dem Mittelteil muss man irgendwie näher an die Leute. Hey, super Idee, wir gehen ein bisschen näher an die Leute. Oh nein, ich meine nicht mit dem Tisch, ich meine jetzt, weißt du, mit inhaltlich, sprachlich. Warum machen wir es nicht auf Schweizerdeutsch? Dann hätten sie eine Art Chance, das zu verstehen. Super, Schweizerdeutsch. Okay. Das wäre authentisch. Ja, das ist authentisch. Dann machen wir es auf Schweizer. Weißt du was, dann machen wir es aber noch mit Lokalkolorit. Ja, wir nehmen noch das Fähnli. Okay. Okay. Siehst du, das Fähnli, da haben die sicher Freude. Ja, ja. Das mit diesen 3 Sternen. Ja. Okay. Hey, ist das eigentlich Aargau nur ein 3-Stern-Kanton? Ja. Das ist keine Minibar und kein Föhn auf dem Zimmer. Schon, hä? Okay. Okay. Also. Toi, toi, toi. Jetzt musst du schauen. Reinkommen! Rotze! Rotze, bellen Sie zu. Nein, es ist nicht bellen können Sie, fangen Sie Dienstag. Wer klöpfelt hier den Heberli? Hä? Was können Sie, müssen Sie wetzen? Aha, was können Sie, müssen Sie wetzen? Ich bin ein Übersetzer. Ja, so? Am Vater sein. Auf welcher Weide? Gegen Westen. Chaussure de facto wäre Schnabelschuhe. Ja, können Sie mir heute noch andere Leute? Ja, was können Sie mir heute noch andere Leute? Ich meine, was drohlen Sie denn sonst noch? Ah, oh, Katzentürli. Melkst du grösser allein, allweg draus in der Kehre, finnisch Kieferwäldchen und kommt dann noch der Bier in Rötterö. Okay. Du bist. Danke für Obst. Santis. Ja. Hey, aber warte mal. Warte mal, das ist. Okay, jetzt muss ich. Hey, aber wir sind fast drin. Ja, merkst du? Ja, es braucht nicht viel. Es fehlt nur noch der Wumms. Was fehlt noch? Der Wumms. Es hat noch nicht so gewumst. Wenn es nur dann so der Wumms. Der Wumms? Ja. Du meinst der Pep? Nein, ich meine Wumms. Sagt man nicht Wumms, wenn es einem so wumst? Der Groove. Du, Sie meinen der Groove, es fehlt noch der Groove. Nein, ich würde Groove sagen, wenn ich Groove meine. Ich meine nicht Groove. Ich meine, wenn es so wumst, wenn es einem so wumst. Oder der Hui. Nein, der Hui ist ein Witz. wenn es so wumst. Dann weiss ich nicht, was du meinst. Der Schub vielleicht? Oder? Der Schub, ah blöd. Ach, ich meine der Schub. Mhm. Oh, dann sag doch Schub, wenn du Schub meinst. Ja. Morgen. Okay, also dann machen wir mit Schub. Ja. Weißt du was, dann lege ich aber das Fähnli wieder weg. Ja. Weißt du was, wir machen das wieder auf Schwedisch. Ja, gell, die hat nicht mal Schweizerdeutsch verstanden. Nein. Und Schweizerdeutsch und Schwedisch wird sowieso gern verwechselt. Ja, die merken das gar nicht. Okay. Toi, toi, toi. Mit Schub. Hey. Zack. Zack. Okay. 1, 2, 3. Herr Reng, hey, hefe. Hört's da nicht, kann Artelle. Was ohne Knies. Du, was ohne Knies. Ich meine, was machst du denn? Meine Tür ist kaputt. Weißt du, seit dem Anfang. Und jetzt mache ich mit Schub und jetzt regt's mich auf. Was ist nicht gut an deiner Tür? Ich weiß, alles ist nicht gut. Es ist keine Tür. Zeig mal. Das ist doch eine schöne Tür. Es ist keine Tür. Also ist mal etwas anderes. Es ist etwas anderes, aber ich weiss nicht was. Hä? Was machst denn du anders? Ah, ich mache einfach eine normale Tür. Ja, okay. Also, ich komme halt rein, ich mache. Wow. Ja. Oh, eine super Tür. Ist an sich nicht so eine Sache. Das ist eine Frage von der Konzentration. Komm, wir probieren es nochmal. Ja. Du musst einfach. Mit Konzentration. Schub. Und Schub, genau. Jetzt pass auf. Ich glaube, du konzentrierst dich nicht richtig. Mal, ich habe mich extrem konzentriert. Nein, sicher, ich habe nur an die Tür gedacht, den ganzen Kopf voll, so ein Brett. Ja, du musst dir jetzt nicht zu viel vornehmen. Eine, es war nur eine. Ja, also, nimm dir einfach eine ganz normale, so eine 0815 Normtür vor. Ja, die war nicht kompliziert. Okay. Ja, die ist auf und zu gegangen halt. Gut, probier's noch mal. Du siehst die Tür, kommst rein. Aha, also, stell sie mir vor. Sie wäre da.
Nein, schau, das merkt man schon, wenn du reinkommst. Du musst. Und du musst sie zumachen. Ich probiere einfach nochmal. Also, du siehst die Tür, kommst rein. Okay. Sie wäre da, stell sie mir vor. Meinst du, sie wäre da, ich stell sie mir vor? Vorbereitung, Konzentration. Aber du sie kannst nicht wär... sagen, sie wäre da. Hey, ich glaube, das ist dein Problem. Hä? Du glaubst nicht an die Tür. Doch, mal, ich glaube an die Tür, sicher. Aber du kannst nicht sagen, sie wäre da, die Tür ist da. Nein! Nein, die Tür ist nicht da. Nein, dir fehlt so Fantasie. Nein, mir fehlt die Tür. Und ich glaube, es ist keine da. Oder ist es eine Tür, die raucht? Nein. Nein. Also, komm. Mach jetzt einfach mal. Okay. Also, probier's einfach. Du siehst die Tür, kommst du? Ja. Ich sehe die Tür. Und sie tönt blöd. Okay. Look, ich glaube, mit dir stimmt etwas Grundsätzliches nicht. Hä? Was? Das ist nicht so schlimm, das kann passieren. Okay. Weißt du was, vergiss mal die Tür, wir machen mal eine kleine Übung. Mhm. Stell dich mal etwa so hier hin. So. Okay. Ja, nimm dir einfach mal so ein bisschen den Platz, wo es dir schön wohl ist. Und so das ganz in Ruhe. Okay. Nimm dir den Platz, den du brauchst. Ja. Und jetzt machst du dich einfach mal ganz frei. Ja. Jetzt. Also leer. Eben schon, gell? Also leer, ja, ganz leer. Leer, genau. Klar. Gut, und jetzt denkst du mal einfach an nichts. Jetzt vergiss ich alles, was war. Egal, okay. Egal was gestern war. Mhm. Egal, was morgen sein wird. Ja, oh, gestern war super. Wer? Gerade gestern ist doch kaum. Aber um das geht es jetzt eben nicht. Entschuldigung. Wir sind jetzt nur im Moment. Mhm. Und jetzt versuchst du dich einfach mal ganz ruhig auf deine Wurzeln zu konzentrieren. So. Versuch. Schnuffst ein bisschen. Schnuffst in deine Stellfläche. Was? In meine was? In deine Füße. Ja, aber dann sag doch Füße, wenn du Füße meinst. Ja. Stellflächen. Ja. Ja, hallo, bin ich ein Schrank? Nein, bin ich nicht, weil sonst hätte ich ja eine Tür. Gut. Und jetzt versuchst du. Ich glaube, du nimmst mich jetzt nicht ernst. Ja, das glaube ich auch. Nein. Aber schau mal, die Stellfläche ist. Jetzt ist ganz wichtig. Ja. Jetzt versuch einfach mal an nichts zu denken. Also, okay. Du spürst nichts. Nichts. Du siehst nichts. Nein, ist nichts mehr. Siehst du ein Wissen? Ja! Nein, eben nicht! Mal, doch, mal, du hast gesagt, du siehst ein Wissen. Aber du musst nicht, weil ich sage, du siehst ein Wissen, sagen, dass du siehst ein Wissen. Das war eine Fangfrage. Danke. Also, wir probieren es nochmal. Also, du okay. Spürst nichts. Mm-mm, nichts. Du siehst nichts. Nichts. Du siehst eine Wüste. Nein. Also, du sagst jetzt nicht mir zu lieb, nein. Nein, nein, ich habe mir zu lieb, nein gesagt. Okay. Und jetzt ist ganz wichtig. Jetzt merkst du plötzlich, jetzt kommt der entscheidende Moment. Ja. Jetzt merkst du plötzlich, wie ganz unerwartet. Ja. Urplötzlich, wie aus dem Nichts. Ein kleines Mäuerli aus dem Boden kommt. Ein Mäuerli, das ist vor dir, seitlich, hinter dir, wie ein Kreis. Es ist keine Fangfrage. Ist es nicht, weil jetzt hätte ich es gerade gemerkt. Genau. Also, und das kommt wie von Geisterhand aus dem Boden, das Mäuerli steigt und steigt. Das Mäuerli wird immer höher. Das ist ein freches Mäuerli, du. Und, und das Mürli wird langsam so gross wie du selber. Oh, okay. Und jetzt merkst du, also übersteigt sogar deine eigene Körpergröße. Wow. Und jetzt merkst du plötzlich, du bist eingeschlossen. Du, ja, ja, wie in einem Turm, du kommst nicht mehr raus. Du sehnst dich nach einer Öffnung, du willst raus. Und jetzt zeichnest du vor deinem inneren Auge eine rechteckige Tür auf die Mauer. Eine rechteckige Tür auf eine runde Mauer? Genau. Und dann? Das ist aber keine Normtür, gell? Nein. Er hat eine blühende Fantasie auf seiner Wiese. Und jetzt? Du siehst die Tür fallen, okay. Drückst runter, gehst raus. Ja. Ich brauche keine Tür im Mittelteil. Ich weiss nicht, was du falsch machst. Ich weiss es auch nicht. Es ist heute... Weißt du, vielleicht irritieren dich einfach die vielen Leute, die hier zuschauen. Ja, natürlich. Das ist manchmal noch schwierig.
könnten Sie mal alle geschwind raus. Nein, die gehen nicht. Nein, das machen wir. Oder weißt du, gang du mal hinter den Vorhang. Okay, und ja, dann? Üb die Tür mal hinter den Vorhang, so dass niemand zuschaut. Ah, okay. Ja. Ja, manchmal muss man das für sich machen. Ja. Lass dir Zeit. Mhm. Gell? Ja. Ja, wir haben Zeit. Ho, hopp. Du mal. Genau! Hey, ich kann nicht viel überlegen. Jetzt mach's grad nochmal. Jetzt dranbleiben. Ich mach noch mit Wumms. Okay. Schub, schub. Ja! Hey! Hey, aber du bist super, das ist gut gewesen. Entschuldigung. Hey, mir ist das am Anfang genau gleich gegangen. Mhm. Mittlerweile sehe ich überall Türen. Ja, toll. Ich sag dir, ich laufe über die Strasse, mitten am Tag über den Fußgängerstreifen, oh, eine Türe. Manchmal laufe ich nichts ahnend durch den Wald. Oh, eine Türe. Ich gehe über die Wiese. Eine Türe. Oder schau mal, ich komme heim. Oh, eine Dachluke. Oder eine Kellertüre. Eine Gonfitüre. Ja. Ich sag dir. Und hier kommt das Leben ist voller Türen. Ja. Super. Ich mach dir jetzt mal eine Tür auf. Und zack. So, die ist für dich. Oh, danke vielmals. Warte, ich mach noch eine auf. Du, und gerade noch eine. Und jetzt machst du die mal alle zu. Aha. Okay. Oh, oder mach mal noch drei von deinen auf. Okay, und jetzt fährst du einen an und machst alle zu. Alle sechs? Ja. Hey, aber ja, hast du es gehört? Hat super angefangen, wow. Aber die hast du noch vergessen. Mach mir einmal noch. Okay. Und auf. Und auf. Okay, und wieder zu. Ja. Nicht zu lange darüber nachdenken. Wir machen mal ein bisschen mit Tempo. Und auf, auf. Zu, zu. Auf, auf. Zu, zu. Auf, zu. Auf, zu. Uff, zu, zu. Und. Das ist es! Ich muss einen Schluck Wasser. Ah, okay. Willst du auch einen Schluck? Ja, sehr gern. Merci. Soll ich dir deinen Schluck gerade vorne an die Kante leeren? Was? Wieso meinst du? Ja, frag doch die Leute, die wissen warum. In der 6-Minuten-Show leerst du immer da vorne aus. Ach so, ja, in der 6-Minuten, das ist ja das Konzept der Show. Ja, das ist das anarchistische Element in der Show. Ja, das ist Kunst. Nein, das ist eine Sauerei. Nein, ich weiss es, ich putze es immer auf nachher. Nein, bei uns ist es ja ein bewusster Akt. Wenn man eine Sauerei bewusst macht, dann ist es eben Kunst. Hey, es ist im Fall keine Kunst, wenn man etwas daneben lernt. Ja, gerade als Mensch kann man vor allem das relativ früh. Aber Moment, hast du das schon mal gesehen, dass jemand etwas bewusst daneben lernt? Nein, darum regt es mich auch auf, dass es in den 6 Minuten schon jedes Mal passiert. Ja, das muss dich nicht aufregen. Ja, und dass die Tassli kaputt gehen, ist das unbewusst. Das Tassli ist schon kaputt hinterher geflogen. Nein, schau mal, ein Glas Wasser ausleeren ist eben nicht gleich ein Glas Wasser ausleeren. Ah. Es kommt darauf an, wo dass man das macht. Okay. Also gut, wenn du das bei dir daheim in der Stube auf den Teppich leerst. Ist es Sauerei? Sauerei, gebe ich dir recht. Mhm. Jetzt pass auf, wenn man es aber zum Beispiel in einem Museum macht. Ja. Dann ist es eben etwas anderes. Ah ja, was ist es denn? Das ist eben Kunst. Hm. Wenn ich im Museum ein Glas Wasser ausleere, ist das Kunst? Nein, da kann natürlich nicht jeder kommen. Nein, das muss dann schon ein Künstler sein, der das macht. Ich bin Künstler? Nein, ich meine einen richtigen Künstler. Also, ja, einer, der das gelehrt hat. Ah, das muss man lernen, etwas daneben lernen. Hm. Ja, dann ist das da vorne eine Lehrstelle. Ja, also. Dann muss man es natürlich noch beschriften mit einem Titel. Ja, hätte ich eine Sauerei. Nein, es muss mehr ein abstrakter Titel sein, zum Beispiel ohne Titel. Ja, das kommt eigentlich immer gut. Ja, ja. Ohne Titel, klein geschrieben. Ja, ist wichtig. Oder weißt du was?
La Pfütz 23. Ja. Klein geschrieben. Ja, und da steht unten in Klammern noch Wasser auf Holzboden, Klammern geschlossen. Ja, in Klammern eine Leihgabe. Ja, genau. Das kommt eben darauf an, wo man es macht. Ja, das habe ich nicht gewusst. Wenn man in der Beiz das ausleert, ist es einfach eine Sauerei. In der Beiz? Das ist ein super Beispiel. Wenn du in der Beiz ein Glas Wasser ausleerst, dann kommt es darauf an, ob du es als Angestellter machst. Oder, also gut, wenn du es als Angestellter ausleerst und es ist blöderweise nur ein Gast drunter. Ja, dann ist es kein Kunst, dann ist es ein Kündigungsgrund. Ah. Ja. Wenn du es aber als Gast ausleerst... Dann ist es schade ums Getränk. Ja. Genau. Genau. Oder warte mal, wenn man... wenn man sie in der Wüste ausleert. Auch schade ums Getränk. Ja. Ja, fast noch Schäder. Sag mal, was ist es? Ich weiss etwas. Es ist so, ganz viele Leute treffen sich, all die 650 treffen sich morgen hier im Park und wir leeren gleichzeitig miteinander ein Glas Wasser. Also mehrere, also alle haben ein Glas Wasser leeren aus. Was ist es? Eine Choreografie. Ja, genau. Oder ein Flashmob. Ein Flash was? Ein Flashmob. Ja, wenn man es mit einer Flasche macht. Oh, aber warte mal, das ist eine gute Idee. Also, angenommen, also machen es alle miteinander. Ja. Und zwar am gleichen Tag, gleichzeitig. Okay. Und zwar einmal im Jahr, wiederkehrend, an dem Tag. Dann ist es eine Tradition. Oder noch besser, es machen es alle miteinander, einmal im Jahr, gleichzeitig, am gleichen Tag, wiederkehrend. Und man kommt dann noch schulfrei über, dann ist es ein Brauchtum. Hey, dann ist es der Glaswassertag. Genau, der Glaswassertag, das ist super. Der Glas, wow. Dann kann man sagen, so, du, was machst du so am nächsten Glaswassertag? Ja. Ich mach Brücke. Hammer. super. Ich mach Brücke. Und weißt du was? Ja. Dann haben wir noch mal 2 Tage frei. Hey, dann sind wir schon bei 106. Ja, das schenkt ihm. Ja. Das sind definitiv die gleichen. Ja, ja. Jetzt haben wir uns 2 Jahre lang hintersinnt und recherchiert und produziert und am Schluss sagst hui. Ja. Ja, manchmal denkt man viel zu weit. Ja. Es ist viel einfacher oft, als man meint. Ja, ja. Es braucht oft gar nicht viel. Nein, nein. Weniger ist oft mehr. Weniger ist mehr. Was hast du? Ich habe nichts gesagt. Hast du gewusst, in Amerika machen sie es noch viel einfacher. Das ist unglaublich. Da stehen die Künstler auf Bühnen und erzählen irgendetwas. Weißt, es kommt nicht darauf an. Einfach am Schluss sagen sie «Fuck» und dann lachen die Leute. Wenn sie was sagen? «Fuck». «Fuck». Dann... Mhm. Was heisst denn «Fuck»? «Fuck». Das ist eine Art Übersetzung für «Hui». Auf Amerikanisch, ja, wenn man das weiss, versteht man dann den Humor viel besser. Fuck, für Hui. Dann kann ich auf Amerika gehen und sagen, grüezi miteinander, was sagt der Schneck auf der Schildkröte? Fuck. Hey, das sind aber ein paar schon zu Amerika gewesen. Das kann man einfach hinten anhängen. Warte mal. Warte mal schnell. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur heutigen Tagesschau. Fuck. Und nun die Börsendaten von Reuters. Fuck. Warte, ich will einmal. Ich sag mal etwas ganz. Das ist gut. Beim nächsten Ton ist es 17 Uhr 34 Minuten 20 Sekunden. Fuck. Ja. Ja, das stimmt eben auch. Ja, ja. Wie meinst du, das stimmt eben auch? Das ist die sprechende Uhr, die sagen Fuck. Nein, nein, die sagen Zeit und dann machen sie Piep. Aha, ja, klar, es ist zensuriert. Nein, das ist die sprechende Uhr, die Zeit ansagt, dann sagt sie Zeit, dann macht Piep. Es ja, ist... und darunter ist es Fuck. Nein. Ja, das weiss jetzt jeder. Wenn man genau anhört, nach dem Piep hörst du immer noch das, weil es Fuck nein, länger ist. Nein, schau mal. Das ist... Das lampet noch raus. Seit 100 Jahren sagt das dort Piep, das ist immer... Ja, ist eine von den ersten Zensuren, die wir hatten. Nein, schau, die sprechende Uhr, der kannst du anrufen. Ja, also gut, ja. Wahrscheinlich kann man der heute nicht mehr anrufen. Aber früher hat man der können anrufen und dann hat sie Zeit gesagt. Der kannst du sicher noch anrufen, die ist sicher noch zuhause. Die sprechende Uhr? Ja. Also... Das glaube ich nicht. Mal, klar. Nein, die braucht doch niemand mehr. Die Arbeit hört doch nie auf. Warte mal. Zeit gibt es immer.
Hey, ich habe noch nie gehört, dass man Minuten entlädt. Moment. Ja, sonst hätten wir dann hinten aus ein Problem beim Rechnen. Hey. Wir sind doch da online. Ja. Moment, der kann, also, wenn die noch daheim ist, kann man denen anrufen, das wollte ich jetzt wissen. Nein, das machst du jetzt nicht mehr. Das können wir jetzt hier über das ist irgendeine dreistellige Nummer gewesen. Ja, ja. Das heisst, weiss jemand die Nummer noch von der sprechenden Uhr? 161, haben Sie dort mal geschafft? Nein, stimmt, das stimmt. Es ist, ich glaube, 161, 161. Also vielleicht noch kurz für die ganz jungen Zuschauer und Zuschauerinnen. Also früher hast du eben das Telefon gebraucht, um die Zeit anzuläuten. Verbinden. Weil heute ist ja Zeit auf dem Telefon. Also es ist eh kompliziert. Aber, Moment, das kommt über die Lautsprecher. Das machst du nicht wirklich. Jetzt müsst ihr verbinden. Jetzt musst du hören. Beim nächsten Ton ist es 22 Uhr 2 Minuten 20 Sekunden. Englisch? Beim nächsten Ton ist es 22 Uhr 2 Minuten 40 Sekunden. Piep, ganz klar. Beep. Jetzt hat man es deutlich gehört. Beep. Hast du gehört? Ich habe gehört. Ja, hast du gehört, wie die tönt hat? Ja, komisch. Hey, der ist nicht gut gegangen. Ja. Beim nächsten Ton ist ja. Es 22 Uhr. Die hätte das auch schon lange nicht müssen machen. Ja, weißt du, sie verschrocken. Einmal läutet das Telefon, da hören gerade 650 Leute. Hey, die hat Vollkrise geschoben. Ja, der hat doch schon ewig niemand mehr angerufen. Ja, die ist alt geworden, die sieht es doch nicht mehr. Das auch. Nein, die macht das auswendig. Hey. Ich glaube, das ist ein Teilzeitjob. Wenn ja, du das ist enorm. Die muss noch für andere Sachen. Nein, weißt du, was ich glaube? Ich glaube, wenn man heutzutage den Sprechenden nur anruft, muss man zwei Wochen vorher eine E-Mail schreiben. Ja, mit. Ja. Und genau herschreiben, wenn man dann anruft. Genau, ja. Damit sie sich den Text aufschreiben kann. Ja, dass sie sich kann vorbereiten kann. Dann kann sie es auswendig lernen. Beim nächsten Ton. Aber warte mal, was hat sie gesagt? Sie hat gesagt 22 Uhr, 2 Minuten, 40 Sekunden. Ja, weißt du, ihr seid im Fall ständig etwas anderes. Wo findet man da richtige Musik? Ja, schau mal unter R. Und wieso R? Richtige Musik. Ah. Wo sind wir jetzt? Hey, Otto. Ah! Hey! Dankeschön.